Heute feiern wir wieder ein Fest, Trinitatis oder Dreifaltigkeit, drei in eins. Aber es ist ein Fest ohne Tradition, ohne Pomp und es ist schwer verständlich. Doch wir sind ja nicht allein, nicht nur auf uns angewiesen. Immerhin haben wir Glaubensgeschwister an unserer Seite und auch Gott, der uns begleitet. Darum, lasst uns zuerst beten. Du traust uns so viel Gutes zu, die Liebe zu allen Geschöpfen, die Liebe zum Leben, die Liebe zum Nächsten und zum Feind, die Liebe zu uns selbst und die Liebe zum Anderen. So vieles hast du uns anvertraut, den Frieden über alle Vernunft hinaus, die Vergebung untereinander, die Bewahrung deiner Schöpfung, so vieles traust du uns zu, dafür danken wir dir. Und wenn wir versagen, wenn uns nicht gelingt, was du uns zutraust, wenn die Angst vor dem Ungewohnten stärker ist, wenn dann die Zweifel kommen, dann bitten wir dich um einen größeren und beständigeren Glauben. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes, des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein und werdet meine Zeugen sein, meine Zeugen, meine Zeugen sein und werdet meine Zeugen sein und heute möchte ich euch die Osterkerze vorstellen. Sie ist ein Symbol dafür, dass Gott immer bei uns ist, im Tod und im Leben, dass wir seine Kinder sind. Sie sehen den Baum darauf, er wurzelt in der Erde und dort finden die Wurzeln Nahrung. Dort können sie sich ausbreiten und kräftigen. Sie müssen später schließlich alles tragen und allen Stürmen standhalten. Jesus Christus ist der Boden, auf dem unsere Wurzeln, unser Glaube ankert. Aus seinem Wort, durch sein Leben, da erhalten wir den Nährstoff, den wir zum Wachsen brauchen, zum Wachsen im Glauben und zum Bestehen im Leben. Und dann ist er der Stamm des Baumes. Er wird mit dem Alter dicker und narbiger, leistet den Gefahren des Wetters Widerstand. Und auch wir werden durch unsere Erfahrungen und Begegnungen, durch unsere Zweifel und Widerstände stärker. Unser Glaube gewinnt an Sicherheit. Und wir fühlen die Kraft Gottes in uns, die uns versorgt mit dem Wasser des Lebens. Und wir spüren den Heiligen Geist, der uns durchströmt. Und dann sehen wir die Krone des Baumes. Sie breitet sich ganz weit aus. Sie bildet ein Dach mit ihren Blättern und Früchten. Und sie entspricht dem Wurzelwerk in Größe und an Bedeutung. Und so tragen auch wir die Früchte des Glaubens, wie Liebe und Zuversicht, wie Geduld und Weisheit. Durch uns wird das Reich Gottes auf Erden sichtbar und es wird wachsen. Doch da ist noch mehr. Unter allem, da fließt das Wasser des Lebens. Gott schenkt es uns in der Taufe. Wasser für die Wurzeln und Wasser für die Seele. Wasser zum Leben und Wasser zum Lieben. Und über allem, da scheint die Sonne.
Sie verbreitet Wärme und Zuversicht. Sie erinnert uns, Gott ist da, am Abend und am Morgen, am Anfang des Lebens und am Ende. Gott ist der Grund unseres Lebens und er ist das Ziel. Nie sind wir allein, sondern immer sind wir geborgen in der Liebe Gottes, die uns wärmt und leuchtet. Dreieiniger Gott, manchmal wünsche ich mir einen Gott, den ich verstehe. Ein Gott, der nicht so kompliziert, so dreieinig ist. Und auch anderen geht es so. Hilf uns, dass wir dich erkennen, als Himmelsmacht und Schöpfer, als Mensch in Bruder und Schwester, als Geistkraft in unseren Liebesmühen. Zeige uns, Gott, durch dein Wort und deine Nähe, wie du bist. Führe uns zu Dingen, die wir tun können, und hilf uns, dass wir glauben können an deine Liebe und Wahrheit. Amen.